Gut, moin. Moin, Stefan. Du kommst aus Münster? Ja, genau. Ich komme aus Münster und bringe hier mein Schätzchen mit. Ja. Genau. So, Leute, jetzt macht euch mal keinen Kopf, weil normalerweise tut ja Dirk Abschneider, Heckin und so weiter. Machen wir in dem Fall nicht. Um Gottes Willen, bitte nicht. Nee, wir tun das Ding nur, damit die halt wieder schön läuft. Sie läuft nämlich aktuell nur auf Batterie. Und stottert ein bisschen, das machen wir alles und machen zwei Jahre TÜV. Und dann ist die CB250 wieder am Start. Was ist die für Bäuer? Die ist von 74. 74, ja, 74. Genau. Mit knapp 23.000 oder 24.000 gelaufen. Ja. Ja. Hier, guckt mal, Leute, 24.000. Drehzahlmesser, das geht alles schön, ne? Ja. Ja, und die Tank. Halt so ein bisschen, aber das und die Original-Tanklackierung, das war ja so geil, die hatte ja immer so geile Farben früher, ne? Das, ja. Ne, es scheint die Sonne jetzt so, das glitzert normal richtig, das ist richtig schön. Gut, wir werden deinen Schatz wieder an den Start bringen. Ja, ich freue mich, wenn ich das Ding von hier wieder nach Münster fahren kann. Okay, aber erst muss ich durch die Rhöner Kurve fahren. Wir werden sie erst mal hier, darf ich die Fußrasse aufsetzen? Ja, da war noch nichts hier, guck mal, der Vorgänger, oder du auch, der hat noch keine Kurvenräuberei gemacht. Ja, du bist der Einzige, dem ich das erlaube. Okay, dann Dankeschön. Da freue ich mich schon drauf. Nee, ich knechte nicht. Ich will nicht das Ding nicht noch kaputt fahren. Gut. Alles klar. Dann viel Spaß noch. So, wollen wir mal gucken, ob es da funkt. Das sieht nicht schlecht, aber es funkt. Funke tut's. So, Batterie ist am Laden, da war noch ein Kick da. Aber die Vergaser laufen. Gut. Einwandfrei. Das macht's schon mal sehr prompt. Schon mal ganz geil. Na, Leute. Jetzt zeige ich euch mal hier bei der CB250, wie das hier so mit der Zündung ist. Hier oben sind die Zündkontakte. Zwei Stück. Ne? Einer ist ja nur zwei Zylinder, also für jeden Zylinder ein Zündkontakt. Und hier ist die Grundplatte. Das große da. Und da ist sogar hier, ne, steht es rechts. Und der andere ist links. Da kann man gar nichts verkehrt machen. Und jetzt habe ich hier eine Prüflampe dazwischen. Nee, hier unten ist die Lichtmaschine. Und da gibt es Markierungen. Hier zum Beispiel die ganzen Striche. Und hier gibt es Markierungen. Seht ihr das? Gut. Und da muss jetzt die Zündung aufleuchten, wenn ich jetzt den Motor drehe, auf F. Also auf F geht dann der Kontakt auf. Und dann stimmt das die Zündung. Einmal für den linken und einmal für den rechten Zylinder. Okay, drehen wir mal. Wollen wir mal gucken, wo wir da jetzt hinkommen. Warte, ich muss erst mal die Kamera weg, sonst klappt das hier nicht. Wenn du nicht was hier hast, so ein Bild kriegst. Zündung ist an. Okay, die Markierung F ist schon durch. Jetzt leuchtet es bei T. Ist schon scheiße, weil wir brauchen Frühzündung. Alles klar. So, jetzt, das hat jetzt keinen Sinn mit nichts. Jetzt muss ich das hier oben verstellen und dann gucke, dass es auf F aufleuchtet. Ich gucke jetzt nochmal zu der anderen, wo der steht, weil das ist aber eigentlich uninteressant. Ich muss, glaube ich, erst den Linker einstellen. Ich hole mal die Kamera bei, das zeige ich euch jetzt. So, also ich drehe jetzt hier nochmal. Also hier ist die Prüflampe. Ne? Jetzt drehe ich ohne erstmal auf Markierung.
So, warte mal kurz zurück. So. Ne? Ja, das ist Pillepalle jetzt, aber das trotzdem, es ist nicht hundertprozentig normal, muss jetzt hier leuchten. Es leuchtet schon ein bisschen. Es leuchtet schon, hat schon vorher geleuchtet. Alles klar, stelle ich jetzt ein und dann, wenn ich Lust habe, tue ich es nochmal filmen. Es war jetzt ein Act, aber leuchte beide auf F auf. Dauert zu lang, wenn ich das jetzt hier weiter erkläre. Ich denke, ihr habt es kapiert. Mal gucken, was das Ding für ein Ventilspiel kriegt. Ich habe jetzt hier hingestellt schon. Hier ist das Handbuch. Einlass 005, Auslass 08. Okay. Und wisst ihr, was wir haben? Gar nichts. Gar nichts haben wir. Null. Also stelle ich es ein. Es ist sehr schön einzustellen. Mit Einstellschraube. Null. Und dann jetzt. Alle Linse raus, neue Linse rein. Sonst bist du gesund. Also sonst ja, bis auf die üblichen Mängel. Trink erstmal einen Kaffee. Ja. Gut. Tristan? Ja. Du bist jetzt hier am Teste? Hab getestet, ja. Hast getestet? Hast die Bauteile von meiner Honda hier schon reingebaut? Ja. Diese elektrischen da? Geht aber immer noch nicht, gell? Nein. Leider nicht. Da könnte ja rein theoretisch nur noch die Lichtmaschine kaputt sein. Oder praktisch, ja. Ach, ich weiß gar nicht, wo man sowas herkriege. Wenn einer Ahnung hat, 250G Lichtmaschine. Regler und alles ist es nett. Haben wir von der jetzt da eingebaut, weil die geht ja. Es geht nichts. Es ist traurig. So ist das. Also du nimmst dich jetzt der Honda an der CB250. Jawohl. Weil die Lichtmaschine ist nämlich da. Bist du noch am Einbauen? Ich bin gerade dabei. Genau. Die wird nämlich, neu gewickelt. Die kam jetzt wieder zurück. Der Tristan hat sie irgendwie bei so einem Spezialist hingeschickt. Gut. Mit Oktet aber zu? Ja. Warum denn? Bevor sich das löst. Ach so. Gut. Nur so. Okay. Also, dann wird die ja vielleicht auch noch bald fertig hier. Die steht jetzt auch schon lange noch, weil die Lichtmaschine halt kaputt war. Na gut. Ralf? Ja? Die Lichtmaschine ist drin? Ja. Problem? Ja. Gut. Nein. Jan, starten. Oh. Ah. Gut. Gut, sie läuft. Wir tun aber nochmal prüfen, ob die Lichtmaschine auch lädt. Ja. Hab ich. Gut. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Halleluja. Halleluja. So, okay. Sitzbank nochmal aufmachen, müssen wir an die Batterien. Ja. Wenn das jetzt klappt, ist alles gut. Und das war ich jetzt.
Das Baby läuft richtig super, hundertprozentig. Die hängt am Gas, ein Traum. Okay. Das Ding geht besser wie meine 350er vorher. Das Scheißding läuft echt super geil. Alles cool. Wir haben da noch einmal geprüft. Ich habe es ja im Film drin. Ich prüfe es jetzt nochmal. Es geht auf knapp 13 Volt mit der neuen Lichtmaschine. Also der Tristan sagt, perfekt. Und ich habe mir jetzt eine größere Probefahrt gemacht. Klasse. Oh gut.